Da sind wir wieder in unserer kleinen Westernstadt. Ich höre immer noch den Zombie. Und es hatte sich eben auch so angehört, als ob er auf Holz langlaufen würde. Da frage ich mich bloß, wo das sein soll. Jetzt höre ich aber auch gar nichts mehr. Ich hoffe, der triggert uns jetzt nicht. Sieht nicht so aus. Und hier umrunde ich erstmal den Berg, um mögliche Creeper auszuschließen. Okay, sieht. Wo kommt er denn her? Achso, das ist die Seite. Das dürfte noch der sein. Aber sonst war hier keiner, ne? Okay. Dann baue ich nämlich hier gleich den Stolleneingang. Hier ist es am höchsten. Also lege ich hier los mit einer Dreierbreite. Oh, wir sind ja eins zu hoch, verdammt, verdammt. Ich wollte eigentlich so bauen. So, wie weit baue ich jetzt rein? Das ist die Frage. Wobei ich glaube ich eh erstmal ein paar Blöcke nach vorne gehen könnte, also nach schräg unten praktisch, weil hat er uns, ne, die Insel eh weiter weg ist. Das heißt, wir gehen jetzt schräg runter. Upsala. Am besten schon hier vorne. Wie war denn das mit den Gleisen? Können die immer nur einen nach schräg unten und dann wieder eins gerade, oder muss ich... Kann ich doch hier immer schräg runter gehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich probiere es erstmal so. Erde, wir bekommen Erde. Wie tief gehe ich denn jetzt erstmal? Grundhöhe 1, 2, 3, 4. Ich denke mal 5 sollten wir gehen. Wobei das auch locker nicht beim Meer ausreicht. Oh, wir müssen noch viel tiefer. Viel tiefer.
sind wir, glaube ich, bei 5. 6. Das wird die 9. Und die 10. Mal gucken, ob das ausreichen könnte. So, hier sind wir an Pflasten. 1, 2, 3. Verdammt, ich sehe nicht mehr. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vielleicht sollte ich noch vorsichtshalber tiefer gehen. Wobei so ein Glasdach über der Strecke auch cool wäre. Bauen wir erstmal gerade weiter. Ich kann ja wieder dicht machen. Die ersten beiden Schichten ab, um zu gucken, ob wir irgendwie in Wassernähe kommen. Außer wir bekommen Eisen. So. Eigentlich müsste ich schon längst unter Wasser sein, oder? Erde könnte auf Wasser hindeuten. Tröpfelt was? Okay, jetzt gucke ich mal von der anderen Seite, wo wir uns da befinden, den Strom müsste ich ja irgendwie theoretisch sehen. Oh nee, jetzt geht ohne die Sonne unter. Ich höre es, aber ich sehe es gerade nicht. Hä? Sind wir etwa schon weiter? Verdammt, so wird das wirklich nicht. Dann gehe ich erstmal eine Runde pennen. Hier sollte ich vielleicht auch ein wenig absichern. Nix hinter uns, sehr gut. Und rein ins Bettchen.
Mann, der Baum oder die Bäume versperren jetzt aber ganz schön die Sicht. Alter Falter. Aber sieht doch irgendwie cool aus. Hä, hey, wo ist er auf einmal hin? Jetzt ist er weg. Nee, doch nicht. Schade. Ich hätte gern mal wieder eine Enderperle. Aber der scheint jetzt endgültig weg zu sein, ne? Na gut. Gucken wir mal, wo wir landen. Lalala, schneller bitte. Oh. Wir sind schon ziemlich weit weg. Aber es scheint auch noch ein paar Etagen tiefer zu gehen, verdammt. Gut. Dann müssen wir das Loch mal flicken. Wieso ich das eben nicht schon gemacht? So, tiefer also. Hier können wir ja mal wieder ein bisschen gerade lassen und hier gehen wir dann wieder tiefer. So, Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Und dann würde ich gerne noch mal wieder gucken. So, aber erst holen wir uns noch das Eisen. Wupp. Da ist ja noch was. Und dann... Oh, was mache ich denn? Schon wieder falsch. Gut, dann machen wir hier erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.